Ja, moin zusammen. Nicht besonders tolles Wetter, aber warm. Also soll es mich nicht kümmern. Ja, neues Video. Da sitzt der Astra, mittlerweile mit Rückleuchten. Ja, noch etwas im Rohbau, aber gerade dabei, den Kofferraum wieder eigenermaßen zu bestücken. Inklusive der Rückleuchten. Die Schrauben in die Stoßstange und so weiter und so weiter. Ist auch nicht mehr in der staubigen Bude. Und er hat endlich seine Alufelgen. Ja. Macht ihn gleich ein Stück schicker. Serienmäßig sollte dieses Sondermodell auch Alufelgen gehabt haben. Glaube ich. Glaub schon. Ja. So. Der sieht immer noch sehr gut aus. Läuft auch immer noch sehr schön. Ist aber gerade nicht Thema. Ja. Ja. Schöne Batterieabdeckung für den TÜV. Das mögen die. Dann muss ich noch das Wischwasser auffüllen. Auch das wird getestet beim TÜV. Ja. Klimaanlage. Habe ich auch überlegt, zu Stefan rüber und dann die Klimaanlage einmal durchprüfen lassen. Das Gerät fasziniert mich ein bisschen, muss ich sagen. Ich glaube, der Kompressor kickt nicht. Das ist hier der Kompressor. Er läuft, glaube ich, nicht mit. Wird wohl zu wenig Druck da sein. Die Bremsflüssigkeit, ja. Laut Vorbesitzer ist die ganz normal in der Werkstatt gewechselt worden. Und zwar letztes Jahr, bevor das passiert ist mit dem, ne, mit dem hinten drauf und wegstellen und so weiter. Soll wohl DOT 4 Plus sein. Nichts anderes verwende ich auch. Es gibt es offensichtlich in verschiedenen Farben. Ich muss mal recherchieren, was es für eine ist. Wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Ist jetzt allerdings auch sehr voll, weil hier neue Bremsen jetzt drin sind. Sieht jetzt nicht in irgendeiner Weise dreckig aus, ne? Das sieht einfach nur, ne, da. Die ist halt grün. Und laut Messwert, ich habe mir so ein Gerät mal geliehen. Erstmal so ein billiges, ist das Zeug vollkommen in Ordnung. Also wie gesagt, ich werde es drüben nochmal messen. Ist ein etwas professionelles Gerät. Tja, da guckst du. Ja, was ist mit der Klimaanlage? Die Klimaanlage hat meistens das Problem bei Opel, dass hier vorne die Kühler kaputt sind, dass sie undicht werden. Der sieht aber sagenhaft gut aus, muss ich sagen. Naja, überprüfen kostet nichts. Dann überprüfen kostet schon was, ne? Aber mal einmal auf Vakuum ziehen, beziehungsweise evakuieren, auf Vakuum ziehen und mal gucken, was er dann sagt. Da gar kein Kältemittel mehr drin ist, ist natürlich verdächtig. Aber ich sehe ehrlich gesagt auch keinen Austritt von Öl oder sowas in der Richtung, ne? Klimakompressor ist trocken. Auch hinten an den Anschlüssen hier. Wenn dies wären, wären es die O-Ringe, die da drin sind. Wo ist eigentlich das Duo-Ventil? Ach ja, da. Da ist auch nichts. Ne, nicht Duo-Ventil. Das heißt anders bei Klimaanlage. Das ist bei Mercedes ist das Duo-Ventil. Andere Geschichte. Ich habe gerade auch so verwechselt. Ja. Nee, ich denke, er ist bald auf Stand, dass er zum TÜV kann. Genauer gesagt habe ich vor, den morgen zum TÜV zu bringen. Oh, die Bremsen, naja, die 2 Meter bis aus der Halle raus, hat ja noch nicht viel gebracht. Ne? Die müssen auch noch eingebremst werden. Das sind alle 4. Die Handbremse geht auf die Scheiben bei dem. Da fehlt noch ein Plastikteil im Schweller. Ja, das. Nee, eingebremst werden muss er noch. Das ist halt noch so. Wie gesagt, lackieren findet nach der
TÜV-Abnahme statt. Wir haben noch ein bisschen Arbeit. Wie man sieht, die Kiste ist total verstaubt. Ja. Stand halt die ganze Zeit in der Halle. Ja. Rückleuchten sind drin. Rückleuchten sind mit neuen Dichtungen. Das sind diese kleinen Gummidinger. Sonst wird der Kofferraum nass. Blöd. Jetzt werde ich mich erstmal gleich mal damit beschäftigen, dass die Klappe vernünftig schließt. Jetzt ist der Freelander erledigt. Abgearbeitet. Dann werde ich hier hinten alles sauber machen. Ja, ist einiges reingeflogen. Bleibt nicht aus. Naja. Ach ja, was ich noch sagen wollte. 2900 Abonnenten. Vielen Dank. Ich kriege es immer noch nicht so ganz in den Kopf rein. Und ja. Vielen Dank. 2900. Meine Güte. Hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Was mache ich denn dann? Nee, ich muss einen Torx suchen. Stimmt. Einen Torx. Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Für das Ding, das vernünftig einstellen, dass sie vernünftig schließt, weit genug zugeht und aus dieser rechtslastigen Lage rauskommt. Ja, bis gleich. So, nach 4 Millionen Mal schließen, öffnen, nachstellen und so weiter, gefallen mir die Spaltmaße jetzt eigenermaßen. Hier gibt es noch so einen einstellbaren Gummipuffer, der könnte hier mal noch ein Stück höher. Ja. Wenn man es hier mal so anguckt, eine leichte Stufe ist noch drin. Hier passt es recht gut, allerdings ist es auch besser, wenn die Klappe ein bisschen tiefer ist als der Rest. Ein bisschen, wirklich nur ein Müh, also ein ganz, ganz wenig. Ne? Aufgehen darfst du auch von alleine. Ne? Also geben wir ihm hier noch ein kleines bisschen und hier ebenfalls. Ja, komm, noch ein bisschen. Schließt gut. Ja, das gefällt mir. Ja, das gefällt mir gut. Spaltmaß passt. Spaltmaß. Nach oben hin. Ja, Opel hat das ja echt nicht so wirklich wahnsinnig gut drauf geachtet, muss ich sagen. Ich habe bei den anderen Astra geguckt, die ich hier habe. Das war auch nicht so wahnsinnig genau. Ja. Das gehört hier zum Auto. Also hier die Halter gehören zum Auto. Die sind also so wie sie sind. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da noch ein Stück rüber ran. Eigentlich passt mir das ganz gut, muss ich sagen, wie sie schließt. Ja, ich kann jetzt mit... Moment, ich mache mal auf Weitwinkel. Ja, ich kann jetzt mit einer Hand ganz bequem den Kofferraum zumachen. Er hat kein Spiel. Und mit einem Finger den Kofferraum wieder anfordern. Und er geht wieder auf, ganz normal. Eigentlich gefällt es mir, muss ich sagen. Ne? Die Spaltmaße bei Opel sind gerade bei den Autos, die in den 90ern konstruiert wurden, Ende der 90er, nicht wahnsinnig toll. Sieht man auch ganz gut an den Schweißpunkten, die haben andere Hersteller so in der Form. Nicht so offensichtlich, aber soll mich nicht kümmern, solange die Schweißpunkte in Ordnung sind. Und das Auto zusammenhalten, interessiert mich das nicht. Ich gucke nicht den ganzen Tag unter die Klappe nach meinen Schweißpunkten. Dafür gibt es andere Wahnsinnige. So. Mit einem Finger, Klappe zu, hat kein Spiel, sitzt vernünftig, wird keine Windgeräusche geben. Ich denke, die Klappe passt so. Jetzt gucke ich mir das da oben noch an. Hier, weil da könnte es die meisten Windgeräusche geben. Ja, hier ist auch eine Absetzkante, sicher, natürlich. Ich denke, die passt gut, die Klappe. Nö, damit ist die eingebaut. Ja, das passt soweit. Die kleine Delle habe ich übrigens gesehen, die da hinten drin ist. Die da, die machen wir noch raus. Ne? Es ging ja darum, dass die gerade ist und die ist gerade, wie man sieht.
Geht von alleine auf, geht von alleine zu. Fest. Das ist perfekt. Mehr braucht sie nicht machen. Sie soll nur den Kofferraum öffnen. Das ist eine Kofferraumklappe. Ja, das ist alles, was sie können soll. Ja, sauber machen würde ich das auch noch so ein bisschen. Der andere Wagen war ein Raucherfahrzeug. Der hier ist ein absolutes Nichtraucherfahrzeug. Ja, das hinterlässt hier und da dann doch Spuren. Ja, aber das machen wir ganz in Ruhe. Erstmal hier, ja, der Kofferraum hier hinten muss noch wieder komplettiert werden. Hier oben liegt noch die Rückwand. Die kann auch mal neu. Theoretisch haben wir aber nicht. Also von daher kommt sie nicht neu. Die Rückbank muss mal gefettet werden, sehe ich gerade hier. Ja. Ja, das sind alles so Dinge, die man alle paar Jahre mal machen könnte. Wie gesagt, ich bin ein wahnsinniger Fan von diesem finnischen System. Scheint wirklich in Finnland gewesen zu sein. Was ich mal erzählt habe in der Autobild. Alle 10 Jahre werden die Autos wirklich einmal komplett zerlegt, komplett neu aufgebaut und dann geht es wieder 10 Jahre weiter. Deshalb kriegt man da auch 50, 60 Jahre alte Autos, die quasi keine Defekte haben. Das ist leider, wollen die jetzt auch alle Elektroautos haben. Naja, die Industrie muss Geld verdienen, ne? Wo kommt man denn da hin, dass die Autos so lange halten? Die hier zum Beispiel, die Astra als Benziner, die kenne ich mit 300.000, 400.000 Kilometern, wenn sie gepflegt werden. Wenn da eine gute Werkstatt dran war. Ja. Tja, so ist das. Ja, was muss ich noch machen? Ich muss noch die Türen komplett abfetten und so weiter und so weiter. Der geht mir nicht ohne eine komplette große Inspektion raus, inklusive Zahnriemen. Aber den Zahnriemen mache ich auch erst nach dem TÜV, also von daher, nee, ich denke, soweit kann er sich sehen lassen. Natürlich muss er noch gewaschen werden, also wie gesagt, die Lackarbeiten kommen alle erst nach dem TÜV. Das hier ist auch nicht TÜV-relevant, wer euch das beim TÜV bemängelt, ne? Schönen Gruß von mir. Kommt mit dem Auto direkt zu mir, ich bringe euch den durch den TÜV. Ganz offiziell, ihr habt gesehen, ich fusche nicht, auch ich werde mit einer Mängelliste vom Hof gejagt. Das ist halt so, das ist eine technische Überwachung. Es ist aber auch keine Feiereinrichtung für narzisstische TÜV-Prüfer, die jeden Scheiß bemängeln, der mit dem Auto bzw. mit der Sicherheit nichts zu tun hat, aber so gar nicht. Davon gibt es auch genügend, die kenne ich selbst. Den habe ich auch schon gesagt, pass mal auf, Kleiner, ich habe meinen Meisterbrief auch nicht im Lotto gewonnen. Was willst du mir jetzt erzählen? Ein rostiger Auspuff. Ja, und jetzt ist ein rostiger Auspuff. Dann schreibt von mir aus angerostet. Er ist ja nicht durch. Ja, aber er könnte, ja, ist er, wenn er durch ist, wird er gewechselt. Das liegt nicht in deiner Verantwortung. Abgasuntersuchung bestanden, ist dicht, kommt nichts in den Innenraum, fertig. Ne? Es gibt solche Experten. Genauso wie mit Haarzulassungen, da kenne ich auch so ein paar Experten. Ne? Der ist aber umlackiert worden, da kriegt keine Haarzulassung. Quatsch. Farbe ist nicht haarzulassungsrelevant. Ja, das ist einfach so. Auch Autos in den 70er, 80er Jahren wurden mal umlackiert. Sind das jetzt keine alten Autos mehr, nur weil die mal einen neuen Lack gekriegt haben? Das ist totaler Quatsch, ist das. Ja, da gibt es, wie gesagt, es gibt ziemlich viele Prüfer, die hören sich auch gerne reden und möchten gerne angebetet werden. Von denen bitte Abstand halten. Ihr seid letztendlich Kunden. Ja? Auch die technische Überwachung. Ja, sicher, ihr braucht diesen Nachweis, richtig, aber ihr könnt auch woanders hingehen. Ja, und am Ende seid ihr Kunden, ihr bezahlt die dafür, dass sie das machen. So, und wenn er da dummes Zeug erzählt, dann geht halt woanders hin, ne? Gibt genug Prüforganisationen, KÜS, DEKRA, GTÜ und so weiter. Gerade der TÜV Nord hier ist ziemlich behämmert. Ja, okay. Ich will das mal hier weiterführen. Ich habe ein neues Spielzeug, eine Kamera. Mal sehen, was sie so sagt, wie es funktioniert. Werden wir gleich sehen. Ich werde mal ein bisschen was aufnehmen. Ich glaube, die Farben sind nicht so besonders. Aber ich denke, um als Kopfkamera im Motorraum oder irgendwo unterm Auto zu fungieren, könnte das funktionieren.
Ich werde mal gleich auf die Kamera umschalten bzw. umschneiden. Ja. Ja. Gut, Lampen mag das Ding mal so gar nicht. Aber das mögen die alle nicht. Aber ich denke, wie gesagt, für diesen Einsatzzweck mit einer externen Beleuchtung sollte das ganz gut funktionieren. Mal schauen, was sie kann. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Also wenn das hinterher dabei rauskommt, was ich hier auf dem Display sehe, ist das ganz in Ordnung, muss ich sagen. Man kann sehr nah dran. Ja. Natürlich kein großartiger Luxus, aber für den Preis durchaus nicht schlecht. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Equipment gekauft, beziehungsweise ist unterwegs. Dank Spenden. Dafür war es ja gedacht. Also diese Kamera ist wirklich nur rein dafür da, um, haben einige von euch haben den Vorschlag gemacht, dass ich doch eine Stirnkamera tragen könnte, um meine Arbeit, ne, besser zu dokumentieren. Ja, das hier wird sie wohl sein. Ne? Okay. Jetzt geht's mit dem Video weiter. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, das ist nicht der Astra. Das ist der schwarze Mercedes. Wie man sieht. Nein, okay, es ist ein blauer Golf. Ja. Und zwar gab es da das Problem, dass der in den Notlauf gegangen ist, hier und da. Ist das AGR-Ventil sehr hoch verdächtig. Das habe ich jetzt porentief reingemacht. Leider hat das mit der Aufnahme nicht geklappt. Entweder war ich zu blöd, mit dem Finger auf den scheiß Knopf zu drücken, oder ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Auf jeden Fall hat das Handy nicht aufgenommen. Ja, ich habe das gestrahlt. Soda. Ne? Mit Sodastrahlen geht's weg. Um so einen Eindruck zu vermitteln, wie es vorher aussah. Ja, das macht ein AGR-Ventil mit eurer Ansaugbrücke. Das ist vom Querschnitt her ein bisschen weniger als normal. Moment. Ja. Schauen wir mal. Ja. Ja, das ist richtig lecker. Ja. Ja, das werde ich jetzt gleich einweichen. So weit wie möglich rauskratzen, einweichen. Ich kann natürlich keine lösemittelhaltigen Sachen nehmen, um das zu lösen, weil Diesel. Sonst rennt mir der Motor kaputt. Beziehungsweise springt gar nicht erst an und haut mir gleich ein Loch irgendwo rein. Wie gesagt, ist der nicht nur normaler 270er, sondern der ist auch noch getuned. Und fragt ihn der Sonnenschirm, der ist richtig schnell. Ja, tja, das ist jetzt das große Problem, den sauber zu kriegen. Ja, es gibt immer irgendwas, was man, ne? Ich habe schon Reiniger reingepackt. Das ist schon lockerer als vorher. Das ist, ja, wenn ich das jetzt hier löse und das fällt da rein, ist das nicht weiter schlimm, das verbrennt. Das ist nicht das Problem. Ich hätte es nur ganz gerne raus. Ja, ist lecker, richtig lecker. Ich mag AGR-Ventile immer so gar nicht, ne? Ja, gut. Ja, man sieht es auch, ne? Wie gesagt, da ist ein Reiniger durchgegangen. Aber weg geht das damit nicht. Den Zahn müsst ihr euch ziehen lassen. Es gibt keine chemische Reinigung für eine Ansaugbrücke. Ja, gibt es schon, aber die Prozedur kostet richtig Geld. Da könnt ihr auch eine neue Ansaugbrücke kaufen. Das ist, so teuer sind die nicht. Die haben ja auch noch einen Stellmotor und Klappen und weiß der Teufel, was da noch alles drin ist. So, jetzt werde ich das über Nacht einweichen. Ja.
ist schon eingeweicht, logischerweise eigentlich, ne? Aber ich packe da noch ein bisschen mehr drauf und dann werden wir sehen. AGR-Ventil hat mit dem Strahlen sehr gut geklappt, muss ich sagen. Weil wenn die Suppe da in den Klappen hängt, blockieren die Klappen, der Stellmotor bricht ab und dann haben wir den Salat, dann können wir nämlich alles neu machen. Okay, ich denke, ich mache das Video fertig. Viel mehr schaffe ich heute nicht mehr. Ja, ich wünsche euch eine schöne Restwoche und wir sehen uns Sonntag wieder.